Thomas Hoffmann von Tischer ist bei mir und wir werden uns heute mal ein Fahrzeug anschauen, was es so nicht mehr zu kaufen gibt, glaube ich. Ja, das ist ein Jeep Doppelkabine mit Pickup. Das ist sensationell, mit einer Tischer Kabine. Und Tischer feiert 50 Jahre. Das ist sensationell. Du bist aber noch keine 50, oder? Ich bin noch keine 50, nein, nein. Wo ist denn Tischer? Wir sind aus Kreuzwertheim, das ist bei Würzburg. Bei Würzburg. Ist das Franken oder ist das? Das ist noch Franken, ja. Richtig. Okay, wenn man das sieht. Also, du hast gesehen, ich habe die Pflanze weggenommen. Auf einmal fangen die alle an zu fotografieren, siehst du? Richtig, ja, genau. Das hat richtig was gebracht. Die sollte man vielleicht immer ein bisschen wegstellen. Jetzt. Ihr könnt mich ruhig anrufen, ja, wenn es da ist. Ihr hattet vorher eine Pflanze hier. Dieses Auto hier ist ja ein Showcar, muss man schon sagen. Aber da ist eine Kabine drauf. Kann der das Gewicht von der Kabine eigentlich, Denner? Er kann das Gewicht der Kabine auf jeden Fall tragen. Wir haben auch am Fahrwerk ein bisschen was verändert an der Hinterachse. Er ist aufgelastet, sodass dann die Kabine dementsprechend auch mit kann und zusätzlich auch noch auf jeden Fall Ausstattung rein kann in die Kabine, sowie auch noch Zuladung für Reisegepäck da ist. Sag mal, sind wir hier noch unter 3,5 Tonnen insgesamt? Nein, in der Konfiguration sind wir nicht mehr unter 3,5 Tonnen, aber man kann es auch noch mit 3,5 Tonnen versuchen, wenn man ein bisschen abgespecktere Kabine hat. Gut, es geht ja meistens in Länder, wo das ziemlich egal ist. Abfahrgewicht sind 3,5 Tonnen und dann guckt man mal so plus minus. Viele haben einen C-Führerschein, muss man sagen. Das ist aber jetzt auch ein Showcar. Also die meisten Fahrzeuge bei euch sind ja Hilux. Was ist noch? Raptor? Der Ranger, genau. Der Ford Ranger ist ein typisches Fahrzeug. Isuzu D-Max wäre noch eine Variante. Und die sind dann alle im 3,5 Tonnen Bereich. Alle auch aufgelastet, aber eben bis zu 3,5 Tonnen mit B-Führerschein zu fahren. Und da haben wir dann da auch keine Probleme, ja. Ja, ich glaube, der geht nämlich genau nicht, der Raptor. Der hat nur 500 Kilo. Aber der andere hat eine Tonne, glaube ich, Zuladung. Das Gewicht von der Kabine, was sieht ihr, so 700? Oder? Genau, mit ein bisschen Ausstattung. Also die starten so bei 650 Kilo. Dann, wenn ein bisschen was dazukommt, und dann ist man so bei 757 Kilo. So, und das ist das Prinzip, bitte? Ja, ist der Hammer. Ist der Hammer, gefällt's dir? Ja. Es ist, der Vorteil ist, der braucht nur 3 Liter Sprit. Ist nämlich ein Hybrid, ja. Ist der ernsthaft, ja. Du musst den überhaupt nicht mehr tanken. Crazy. Was? Nee, stimmt nicht ganz, oder? Ja, stimmt nicht ganz, nee. Schon, aber das ist ein LKW, muss man sagen. Also da ist wahrscheinlich ein Leiterrahmen drunter, oder? Richtig, genau. Wie alle Pickups hat er noch den klassischen Leiterrahmen unten drunter. Also sehr stabiles Gefährt. Da ist das mit der Kabine dann auch kein Thema, wenn man da unterwegs ist. So, ihr seid ja eigentlich ein konservativer Hersteller. Egal, wo man hinfährt, sieht man Kabinen von euch. Die sind alle weiß. Und hier habt ihr mal eine dunkle Kabine gemacht. Ist die Seitenwand GFK? Was ist das? Das ist kein GFK, das ist Aluminium Sandwich. Also eine Eigenfertigung auch bei uns im Hause. Also so wie die Kabine hier ist, wird die komplett in Kreuzwertheim gefertigt. Ist das ein Problem mit dem Kleber, wenn du jetzt hier dunkel bist? Das ist, es ist von der Aufheizung her so eine Sache, dass man sagt, umso heller, umso besser ist es an sich auch. Also dass ich dann eben im Innenraum nicht die Aufheizung habe. Aber in dem speziellen Fall haben wir gesagt, müssen wir mal ein bisschen ans Auto anpassen und dementsprechend sind wir dann nochmal dunkler gegangen. Ja. Hier ist mal gerade einer am Strahlen gewesen. Warum? Der hat einen Ort genannt, den du kennst. Ja, Kreuzwertheim. Ja, warum? Ja, ist halt bei mir um die Ecke. Also um die Ecke nicht, aber... Wie weit ist es weg? Dreiviertel Stunde, das sieht man mal. Aber guck mal hier die Scharniere und so weiter. Aber man muss fairerweise sagen, das Auto ist A, nicht ganz billig, muss man sagen. Es ist also ein richtig schönes Fahrzeug. Ist das noch zu haben oder ist das jetzt... Zwischenzeitlich leider verkauft. Da war jemand schneller, ja. Das ist mittlerweile weg. Ja, die ganze Kombination, Auto und Kabine. Preis, was war es gewesen? Ja, wir sind ja in der Summe bei knapp 140. Gut, ist es aber auch wert, muss man sagen. Also allein das Fahrzeug, das zu kriegen, ist gar nicht mehr so einfach. Und das war aber hier vor der Messe noch zu haben, oder wie? Vor der Messe, kurz vor der Messe, hat sich der Käufer entschieden. Ja. So, Jeep Gladiator Overland 4x4 AT8. So heißt das Ding. 56.110 und dann nochmal die Reisemobilkabine. Dann hat er noch ein paar Extras drin. Also wie er hier steht, 87.113. Ihr habt es schön gemacht, aber ich sag mal, man kennt euch wegen den Kabinen. Das ist, glaube ich, so euer Brot- und Buttergeschäft, oder? Richtig, das ist das Brot- und Buttergeschäft, ganz genau, ja. Das heißt, du hast ein Pickup, machst es hinten drauf. Ihr umbaut quasi alles, damit ihr, ich sag mal, maximale Breite, maximalen Raum kriegt, oder? Wir stellen die Kabine also auf die Serienpritsche an sich. Das Einzige, was immer weggemacht werden muss, ist die Heckklappe. Und dementsprechend entsteht quasi der Raum für innen, um innen drinnen zu laufen. Und an der Seite ist nach wie vor noch Stauraum möglich oder Stauraum da. Da wird ja dann die Kabine befestigt und auch die Stromverbindung hergestellt. Macht Tischer denn ausschließlich Pickup-Kabinen? An sich schon. Also das Pickup-Kabinengeschäft ist unser Hauptthema. Wir haben für den
VW Transporter T6 zum Beispiel auch Kabinen. Das ist ein bisschen eine speziellere Geschichte, aber auch mit einem gewissen Umfang auch Sonderkabinen, die wir produzieren. Aber in der Tat für die Midsize-Pickups, das ist so unser, wie schon genannt, Brot- und Butter-Geschäft. Ja. Das Coole ist, dass du viel Geld sparen kannst. Also du bist mit sehr leichten Fahrzeugen unterwegs. Du darfst viele Wüstentüren auch nicht mehr machen mit bestimmten Fahrzeugen. Da gibt es auch Höhenbeschränkungen, die du hast. Ist das hier wahrscheinlich schon zu hoch oder für die großen Parks? Oder? Gut, hier sind wir durch das große Basisfahrzeug schon relativ hoch. Normalerweise haben wir eine Höhe von ca. 3,10 Meter bei den Kabinen. Ja, ich habe ja zurzeit eine, die man hochkurbeln kann. Und da muss man sagen, das ist nur so eine Sache. Da kann man mal ein Wochenende drin verbringen oder man muss hart gesotten sein. Das ist kein Zelt. Was man hier hat, ist eine richtige Isolierung. Habt eine richtige Heizung drin? Da ist eine richtige Heizung drin, ja. Da ist von Truma im Standard eine Gasgebläseheizung drin. Und da ist auch immer der Boiler integriert, sodass auch immer warm Wasser vorhanden ist, um zum Beispiel duschen zu können oder auch den Abwasch zu erledigen. Das Coole ist, dass du die abstellen kannst. Was ist denn jetzt, wenn ich die abstelle? Die hat ja jetzt keine Versicherung, weil es ist ja kein Fahrzeug, auch nicht zugelassen und so weiter. Kann ich die versichern? Man kann die versichern, ja, auf jeden Fall. Die wird normalerweise von den meisten Kunden im Privatbereich auch als Kombination versichert, sodass quasi Kabine und Pickup voneinander unabhängig versichert sind. Das geht. Das heißt, also ich kann dann sagen, wenn sie geklaut hat, wäre ja schlimm. Lieferzeit zurzeit, weiß ich schon, ihr könntet noch mehr bauen und verkaufen, ne? Im Moment ist es so, genau. Wir haben ca. 18 Monate Lieferzeit und ja, die Nachfrage ist ungebrochen, zum Glück. 50 Jahre Tischer, ja, das ist ein Handwerksbetrieb. Ihr habt aber nicht angefangen mit PK-Kabinen, direkt am Anfang, oder doch? Es hat sich dann schon, also über einen kurzen Wohnwagen Intermezzo hat sich das dann schon relativ schnell zu damalig eben noch VW-Transportermodellen, Absitzkabinen dann hin entwickelt. Genau. So, und das ist ein Industrieboden, also richtig belastbar, ne? Das ist ein belastbarer Boden, ja, genau, ein PVC. Und auch krass. Hier geht nicht so schnell was kaputt. Vorne der Eingang, da hast du Aluminium mit drin. Die Tür, was ist das für eine Aufbautür? Ich mache kurz mal eine Hartal oder was habt ihr drin? Hartal. Okay, das ist eine coole Tür, die mit drin ist. Sie ist, ich sag mal, nicht die breiteste, aber die Leute, die da hochkommen, die schaffen dann wahrscheinlich noch einen Eingang, oder? So ist es, genau, ja. Die kommen da auch noch durch, richtig, ja. So, dann, ich gehe mal vor, dass ich das Raumgefühl einmal komplett drauf kriege und gehe mal rein. Die Toilette, eine Trenntoilette, eine Kompost-Trenntoilette? Ich frage mal gerade, also hat die eine Kurbel oder durchwühlt die? Die hat eine Kurbel drin und sogar hier ist es so, dass es elektrisch funktioniert, per Knopfdruck. Ist das die neue von Ogo? Die Ogo-Toilette. Ogo, okay. Dann Ausklapp, Waschbecken. Darf ich das mal sehen, wie das geht? Ja, selbstverständlich. Zeige ich gerne. Das haben wir ein bisschen erneuert. Das war bei früheren Kabinenmodellen immer seitlich. Jetzt, das ist die große Neuerung, wird es eben hier in diesem Bereich nach hinten weggeklappt und hat hier einen Abfluss, der dann eben dementsprechend auch keine Wasserrückstände macht. Und das hält so während der Fahrt? Das hält so während der Fahrt. Okay, Klopper. Dann hast du einen richtigen, das kenne ich natürlich aus den Pössl zum Beispiel und Co. Das ist wahrscheinlich zugekauft, das Objekt, oder habt ihr das extra anfertigen lassen? Die Tür ist ein Zukaufteil, genau, ja. Ist aber praktisch, oder? Das ist praktisch, ja. Weil da wirklich der doppelte Raum da ist. Sie haben so quasi die Möglichkeit hier, wenn man unterwegs ist, eben hier den Raum noch mit zu nutzen, um die Toilette zu verdecken. Oder eben natürlich, wenn das Ganze als Dusche genutzt werden soll, dann liegt hier normalerweise auch kein Teppich drin, kann man das Ganze dementsprechend komplett verschließen. Okay, ich gehe mal in die Dusche mal ganz kurz rein, dass wir das mal gerade sehen. An der Seite ist nämlich was und jetzt kann ich mal auf den Raum zielen komplett. Wenn ihr mal ganz nach hinten geht, dann schieße ich mal gerade rein und ich habe ja einen Weitwinkel dran, also ruhig mal hin. Und könnte ich ja mal reinsetzen in die Sitzgruppe, dass wir das mal sehen. Also das wird runtergelassen, kannst du runterlassen, einfach mal hinsetzen. Beide mal am besten, dass wir mal hier das Ehepaar spielen, was gerade in der Sahara ist oder so, die da sind. Denn du kannst ja hiermit alles machen. Du kannst auf den Campingplatz fahren, Europaplatz. Das kannst du machen, kannst drin wohnen. Möbelbau muss ja dann auch rüttelpistenfest sein. Das ist wahrscheinlich der Fall, oder? Das ist der Fall, ja, genau. Die Möbel sind vorgehangen, sodass es auch eine Schlechtwegestrecke ohne Probleme wegsteckt, ja. Aber ältere Ehepaare oder so sind jetzt nicht unbedingt eure Zielgruppe, doch, oder? Wirklich? Auch, ja. Also mit so einem Fahrzeug? Schon, ja, auf jeden Fall. Ja. Absolut, absolut. Also ich habe die meisten Kunden von Tischer, ich meine, die bauen seit 50 Jahren. Ich bin durch am Bodensee durchgefahren, durch eine Ravensburg, da stehen überall eure Kabinen. Ich habe keine Ahnung, es gibt so Epizentren von Tischer, die du dann irgendwie siehst. Ihr seid ja auf jeden Messen auch vertreten, macht das sehr gut und
Die Kunden, die werden ja auch älter dann, die das damals gekauft haben und wollen vielleicht auch mal eine neue Kabine haben, weil irgendwann hat man sich mal satt gesehen am Dekor. Du kriegst ja für alte Tischerkabinen Vermögen. Es ist ja, also wenn du mal guckst bei eBay Kleinanzeigen, ganz, ganz krank, oder? Richtig, wenn es welche gibt, da ist wirklich der Markt auch relativ klein, dann haben die einen sehr guten Wert erhalten. Das war schon immer so und im Moment, aufgrund auch der langen Lieferzeit für neue Kabinen, ist es so, dass da wirklich die Preise ganz, ganz hoch gehandelt werden. Ja. Fahren die meisten eigentlich noch? Also es fahren schon noch viele. Wir haben wirklich auch von der ersten Stunde an Kabinen noch. Also die erste Kabine gibt es noch, die steht bei uns im Werk in Kreuzwertheim. Und auch Kunden natürlich haben noch Kabinen, die von den ersten unterwegs sind. Ja. So, da habt ihr jetzt ein Bussystem mit drin. Mensch, seid ja voll angekommen. In der, muss man nicht haben, aber sehr praktisch. Du kannst von hinten auch vorne steuern. Ne? So ist es, genau. Also die LEDs, das sind hier Voll-LEDs, die überall verbaut sind. Und die ganze dimmen auch, oder? Ja, und die sind dimmbar, ganz genau, ja, richtig, ja. Genau. Das ist natürlich auch, das heißt, du hältst sie lang gedrückt, dann werden sie gedimmt und kurz wird sie getastet. Ja. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja keine Riesenerfindung, aber wenn du dann den gleichen Schalter nochmal am Bett hast und musst nicht aufstehen, das ist ja schon Komfort, oder? Richtig, ja. So Mindestkomfort, den wir mal so haben. Mindestkomfort für die Wüste, genau, ja, richtig. So, Lithium, habt ihr sowas im Programm? Richtig, sowas haben wir im Programm, ja. Macht ja Sinn, weil es sehr leicht ist, viel Power hat und so. Ja. Das ist auch unbedenklich mittlerweile, oder? Das heißt, das ist unbedenklich, ja. Ja. Steht hier alles innen eigentlich? Im Prinzip konstruktionsbedingt, Tanks, Batterien, alles innen? Das ist hier unten drunter, also das ist auch gewichtstechnisch möglichst nach vorne verfrachtet in der Kabine, dass die Gewichtsverteilung, die Austarierung vor der Hinterachse optimal genutzt werden kann. Boah, da ist ja irre Platz hier drin. Ich meine, dadurch, dass ihr den Radkasten da überbaut, kriegt das so ein, aber ihr macht das so, du kriegst das nicht mit, wo das ist hier drin, oder? Das ja. Ist so geil versteckt, dass ja. Also du... Hier, wenn man das Ganze hier öffnet, das wäre dann der Schritt, um die Kabine auch abzusetzen. Und wir kommen wir auf die Ladefläche drauf. Das heißt, da ist dann die Verkabelung festzumachen für die Stromverbindung, für die Aufladung. So, die wird da unten einmal fest angebracht dann? Ganz genau, die wird da eingesteckt, ja. Und die Spannschlösser, die Kabine befestigen. Das sind dann auf jeder Seite zwei Stück, einmal vorne, einmal hinten. Und dementsprechend kann das Ganze sicher transportiert werden. Ja, meine Frage, wenn ich die Kabine länger haben wollen würde, kann ich über den Pickup hinausgehen eigentlich? Der Überhang hier also ist schon ein bisschen vorgegeben, also viel länger oder man kann es nicht, das ist schon das Maximale von der Länge her. Okay. Es ist dann immer abhängig, welcher Pickup drunter ist. Hier ja. Haben wir ja den klassischen Doppelkabine, auch wenn er relativ unklassisch aussieht, der Jeep Gladiator. Aber von der Länge her sind wir jetzt in der Kabine drin, die auch auf einem Toyota Hilux oder ein Ford Ranger Doppelkabine. Ich hab einen Hilux, muss ich dazu sagen. Ja. Also ich habe ja einen Hilux Bushcamper habe ich und der ist ziemlich cool. Ja. Der kann auch 1,7 Tonnen, nicht offiziell, aber das Fahrwerk haben wir umgerüstet und du musst das Fahrwerk modifizieren. Ich glaube, wenn du dauerhaft 700 Kilo fahren willst, oder da ist eine Feder kommt noch rein oder ein Dämpfer? Zusatzluftfeder. Also wir haben, um diese Situation darzustellen, dass quasi einmal die Kabine drauf ist, wir haben die Beladung, wir haben auch dann die Kabine abgesetzt, keine Beladung mehr, ist die Zusatzluftfeder da die beste Variante. Also das heißt aber, technisch gesehen wäre es möglich, nur man darf es halt einfach nicht länger machen, oder wie? Gut, technisch gesehen würde das schon funktionieren, ja. Nochmal geringfügig länger ja. Zu werden, aber es macht dann auch zu viel. Das Problem ist auch die Gewichtsverteilung. Also du musst ja hier, ich meine, du bist ja auf der Hinterachse drauf. Das ist auch schon mal so eine Geschichte. Du musst eigentlich gucken, dass alles hier genau, wo er steht, da muss der Punkt drauf. Ist richtig, oder? Richtig, ja, genau. Ja, ziemlich genau hier. Und, ja. Und da auch die Tanks, die Wassertanks habt ihr da auch alle liegen, nehme ich an, oder? Genau, Wassertank und Batterie, also wirklich die zwei großen. Darf ich das mal sehen? Kann man das sehen? Ja, das machen wir. Also da ist ein Servicefach, oder? Richtig, ein Servicefach. Also das ist jetzt hier kein Stauraum mehr. Das ist also rein für den Service, wenn man so will. Ah, eine Druckwasser. Richtig, ja. Okay, großer Tank. Tankvolumen, genau. Was hat das? Das hat ca. 90 Liter Frischwasser. Das ist ordentlich, oder? Drin, ja. Wie im Wohnmobil. Wie im Wohnmobil, genau, ja. So, eine ordentliche Batterie habt ihr eingebaut, mit Bluetooth nehme ich an. Kannst du also überwachen, genau, ganz an genau, der Seite. Ja. Und dann, wie man es kennt, eigentlich aus dem Wohnmobil. Das ist die gleiche Technik. Bloß sie muss rüttelpestenfest sein, das ist ganz wichtig verbaut. Der Möbelbau, das sind ganz andere Ansprüche, weil der ist ja schon belastet, oder? Richtig, klar. Ne? Bei der Schlechtwegestrecke ist es natürlich schon so, dass wenn dann eben da alles offen... Bahnschwellen. Bahnschwellen, ja, ja, klar. Also da auch mal irgendwas raus von den Möbeln oder so? Die halten das aus. Also da haben wir ganz... Die sind auch von den Scharnieren her, wenn ich das mal zeigen kann, die sind wirklich da sehr Gehebe. Das heißt, da ist kein Problem mit. Ja. Und es geht ja auch darum, das Ganze ist ja jetzt nicht so hochsteif wie GFK, sondern es darf sich ein bisschen bewegen? Es bewegt sich auch ein bisschen, ganz genau. Ja. Möbelverbinder dann im Einsatz habt ihr? Die kann man nachziehen, dann nehme ich an. Gut, Möbelverbinder sind jetzt so zum Nachziehen keine drin. Nee, okay, super. Also das ist schon recht steif. Also muss man. Ja. So,
Du darfst mal hoch aufs Bett. Ja. Zieh mal Schuhe aus, dass wir mal gucken, dass wir ein bisschen Raumgefühl hier reinkriegen. Genau. Also ich finde es ultra gemütlich. Weißt du, was geil ist? Du kannst das Ding absetzen, trotzdem drin wohnen. Ja. Kannst du auf dem Campingplatz stehen lassen, kannst deine Fahrten machen. Cruisen, ja. Sag mal, die stützen das praktisch realistisch, das am Campingplatz mal abzusetzen. Wie lange dauert das ungefähr? Was denkst du? Circa 20 Minuten. 20 Minuten, also wenn man geübt ist. Und die Stützen sind integriert oder sind die extra? Die Stützen sind hinten integriert, das heißt, wir haben, die sind immer fest dran. Und die vorderen sind während der Fahrt seitlich an der Kabine ange. Das können wir gleich mal angucken. Gleich mal angucken, genau. So. Also gehen wir hoch, das geht jetzt über die Sitzgruppe, steigst du ein? Richtig, genau, über die Sitzgruppe. Und ist das gut? Mega. Es ist mega. Also sie freut sich. Also es ist ja auch ein bisschen heimelig hier drin, ne? Richtig, genau. Also das ist auch so unser Anspruch, dass das Ganze wirklich einen gemütlichen Charakter auch hat. Vom Möbelbau, von den ganzen Stoffen her. Also ihr habt wunderschöne Holzfarben. Also das ist ja auch für die Langzeitnutzung. Man sieht sich ja schnell satt an so modernen Sachen, ja. Und die Leute, die vergessen das immer wieder. Die sagen, ah, hier so Holz und dann hier habt ihr dann da gemacht. Könnt ihr das nicht wie eine Arztpraxis? Aber das ist den meisten auf Dauer ist das zu clean. Das hier ist, glaube ich, schon erprobt. Genau. Ja, das hilft auf jeden Fall den Massengeschmack, sage ich mal. Ja. Und das ist wichtig. Also ich denke mal, man kann sich ja auch individuell, man kann wahrscheinlich hier polstern, so, das kannst du alles wählen bei euch, oder? Richtig, ganz genau, ja. Holz und damit kann man Akzente setzen. Genau. Auch hier wahrscheinlich das Inlay vom Kühlschrank könnte ich anders haben noch, wenn ich will. Gut, da gibt es verschiedene Modelle, dann ist er automatisch unterschiedlich, aber... Nein, das Inlay meine ich außen. Also, das Holz. Da kannst du drauf machen. Wir haben nur eine Holzfarbe. Also, eine Holzfarbe. Genau. Ihr habt eine Holzfarbe? Eine Holzfarbe. Ja, so, gut, dann ist die Auswahl schon mal getroffen. Genau, da ist die Auswahl schon getroffen, ja. So, cool. Also auch hier Möbelverbinder, wo das Auge guckt. Sensationell. Thema Heizung. Ist hier ein Heizungsausströmer hinter den Sitzen? Da ist ein Heizungsausströmer. Das ist komplett in der Kabine verlegt. Ja. Das ist auch gut. Das heißt, ich habe nicht so den direkten Luftzug. Das verteilt sich komplett auf die Kabine. Richtig, genau. Ist in jeder Ecke. Genau. Heizung sitzt hier drin. Hier startet das Ganze. Das ist in dem Fall jetzt die Thoma Kombi 4E. Und dann geht es durch am Alkoven entlang, am Bett hier unten entlang. Wir haben hier Ausströmer, wir haben im Waschraum natürlich Ausströmer. Also, und hier oben auch, oder? Da oben, da geht es um die Hinterlüftung der Schränke. Also da ist quasi dass die warme Luft nach oben steigen kann und kann dann hier wieder entweichen. Oder die Luft einsetzen. Schon, tolles Fahrzeug. Also hier, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du es gerade noch mal kurz aufmachst, ob wir es schon geöffnet haben, das Kochfeld. Das sind Dreiflammen-Kochfeld, Piezo. Genau. Okay. Ja, aber es ist ganz pragmatisch. Was will man da anders machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Richtig, funktioniert. Ja. Vorteil ist natürlich Absetzkabine, zeitlos. Das Auto kann anders runter. Ganz genau. Kannst du es machen. Was wäre jetzt hier? Ist das hier jetzt, ging das auch auf einen Ranger? Das geht auch auf den Ranger, ja. Die Kabine ist von der Größe her, von der ganzen Machart her, das Allergleiche. Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Ist das eine große schon von euch? Das ist die größte, die auf den Doppelkabiner passt, ja. Okay, und praktisch auf den... Ach Gott, die heißen die anderthalb Kabine. Anderthalb Kabine, genau. Nee, da gibt es einen Namen für. Die heißen. Da gibt es verschiedene Verkaufsbezeichnungen, also Extra Cap zum Beispiel. Extra Cap, genau. Ja, also da geht es länger oder kürzer um Extra Cap? Das ist dann länger, weil da wird in Relation die Ladefläche länger oder ist vom Pickup länger und deswegen kann auch die Kabine ca. 30 cm länger sein. Ja. Weil der Hilux bei mir ist 45, glaube ich, ungefähr lang und der wird dann wie viel länger nach hinten? Länger wird er an sich nicht. Also der ist von der Seite her dann identisch lang oder nahezu identisch lang. Komm, wir schauen uns das mal an. Dass wir das mal rausgucken. Also damit ihr das System auch mal versteht, zeigen wir das Ganze mal gerade, wie die Länge ist. Das heißt, ist er schon ein bisschen länger als das Fahrzeug selbst, oder nicht? Richtig, genau. Wir haben einen Überhang von ca. 75 cm, aber da ist dann auch wieder bei Doppelkabine und anderthalb Kabine kein Unterschied. So, also auch hier hinten könnte ich jetzt noch einen Fahrradträger dran machen. Richtig, oder? Ganz genau, ja. Da wäre jetzt der klassische Punkt, einen fixen Fahrradträger für E-Bikes, das ist beim Seiteneinstieg. Ja, das macht ihr aber, das ihr kennt die Punkte. Ja. Ganz genau. Da. So, ich zeig mal gerade, hier drunter, wenn man drunter guckt, also GFK habt ihr gar nicht im Einsatz hinten, was ist das für eine Stoßstange, Metall? Das hier ist ein Aluminium, ja genau. Also das ist das Aluminiumprofil. So, ich guck mal hier drunter. Also das ist hier drauf. Und das wird dann verbunden mit der Anhängerkupplung hin das Licht oder wie? Oder wird das fest verdrahtet? Das ist Teil der Kabine, die durch einen kompletten Kabelstrang noch von vorne verbunden wird. Also das ist nicht in dem hinteren Teil, also die Anhängerkupplung hier, beziehungsweise. Also es ist jetzt nicht ein Anschluss für eine Anhängerkupplung, die ist fest angeschlossen hier. Wir haben eigene Steckdosen. Ihr geht auch hin und rüstet das Ganze um, richtig, das Fahrzeug. Genau, das wird umgerüstet. Canbus habt ihr da, was macht ihr da? Nehmt ihr da die Originalsätze für die Umrüstung?
Gut, wir rüsten quasi, wir gehen an die Busgeschichte schon vom Auto dran, ganz klar. Ist aber dann auch eine eigene Belegung. Also da haben wir eigene. Funktioniert. Das funktioniert. Okay, sehr schön. Ich habe mir jetzt gerade mal hier die Übersicht angeguckt von den Kabinen. Also der Grundriss ist ja eigentlich immer der gleiche, oder? Warte, ich komme. Genau, typischer Pickup unter Grundriss mit der vorderen Sitzgruppe, die wir auch da drinnen gesehen haben. Und hinten eben im hinteren Bereich dann der Waschraum. Auch deshalb geschuldet, weil ja der Abwassertank unter Flur hängen muss, dass dann das Gefälle da ist, dass es auch ablaufen kann. Und deswegen ist es so ein bisschen vorgegeben von der Grundstruktur her. Ja. Gut, man könnte ja pumpen, aber vorne ist ja das Bett und das muss ja hoch. Ja, hat ja auch einen simplen Grund. Willst du mal sehen, warum das Bett so hoch ist? Ja, weil das Auto drunter ist. Oder nicht? Ja, weil das Auto drunter ist. Genau. Wenn du gerade mal guckst, denn die meisten Leute vergessen nämlich, dass das Auto drunter ist, wenn man drin liegt. Das schwebt nämlich hier drüber und der Eindruck, dass da ein Auto drunter ist, entsteht drin überhaupt nicht. Und deswegen konnte ich sie gerade verwirren, nämlich schön, weil das Auto drunter ist. Also du merkst es innen gar nicht, oder? Genau. Also innen drin ist es komplett außen vor, wenn man so will. Man sieht ja auch das Auto nicht. Hier jetzt an der Kabine ist ganz schön zu sehen, dass das jetzt die andere Aufbauvariante. Wir waren jetzt hier in einer Box, also die Box 230S, um es genau zu sagen. Und hier haben wir die Variante Trail, also die Tischer-Besonderheit eigentlich. Und hier haben wir jetzt GFK, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Ist das hier Monocoque? Oder? Das ist jetzt kein Monocoque, nein. Es ist grundsätzlich auch die gleiche Bauweise des Aluminium-Sandwiches. Nur haben wir hier an der Seitenschale, also ab quasi dieser Zierleiste, einmal rum. Und die Heckecken sind aus doppelwandigem GFK. Da haben wir also so eine Art Materialmix aus GFK. Ist das schwerer als Alu? GFK ist in der Tat schwerer als Alu, ja. Also dieses Alu-Sandwich ist ein ganz, ganz leichter Werkstoff und deswegen auch das Grundgewicht der Kabinen relativ niedrig. Ja. Carbon, habe ich schon mal dran gedacht? Haben wir auch schon mal diskutiert, aber auch da muss man gucken. Das ist, wenn man dann nicht so unterm Strich dann schaut, nicht wirklich die leichtere Alternative. Ja, vor allem halt preislich auch deutlich höher. Ne? Auch das ist natürlich. Ja, das geht schon Carbon. Wenn du da jetzt unglaubliche Mengen, aber die habt ihr ja gar nicht. Ist ja nicht so, ihr macht jetzt ja keine 10.000 Fahrradrahmen an Carbon, oder? So ist das genau, ja. Ich guck mal gerade, das hier ist die Aufnahme dann für die Stütze. Die ist hinten weggeklappt, oder? Wie funktioniert das? Die wird hier eingelegt. Also wir haben quasi an dem Punkt hier die Nase, die dann später hier eingesteckt wird. Und dann steht die Stütze ebenso runter. Wir haben das an der einen Kabine, ist es eingesteckt da vorne. Warte, komm, wir schauen uns das mal an. Denn, sag mal, die muss doch irre schwer sein, die Stütze, damit sie das hält, oder? Die hat schon ein gewisses Gewicht, genau, ja. Also das ist wirklich auch, da ist, obwohl es ziemlich simpel aussieht, relativ viel Technik drin, ja. Die ist auch unglaublich massiv. Ich denke, die wiegt bestimmt so 20 Kilo, oder? Ja, hat die sicherlich, ja, genau, ja. So. Die vordere ist dann hier nochmal mit der Seite hier abgestützt. Und vom Prinzip her ist es jetzt so, wenn ich jetzt die Kabine absetzen würde wollen, habe ich das hier eingesteckt. Und dann kann man hier die Stütze auch noch rausfahren, dementsprechend positionieren. Achso, dass sie schon relativ weit unten ist, oder? Genau, dass ich nicht so viel kurbeln muss und habe dann ganz einfach mit dem Akkuschrauber entsprechender Nuss, kann ich das Ganze dementsprechend runterfahren. Oder auch händisch kurbeln. Also sag mal, das Ding, wenn es im Frei steht, man kann es nicht zum Kippen bringen nach vorne, oder? Nein, definitiv. Echt nicht? Nein. Warum nicht? Es hat so viel Gewicht hinten quasi, dass sich das Ganze austariert. Aber trotzdem kriegen die Leute ein bisschen Angst am Anfang, oder? Die haben Bammel, es könnte weil ist ja schon komisch, ist so vorne, ich liege da auch noch drin und dann, aber du sagst das Verhältnis, die kippt nicht, oder? Die kippt nicht, nee, da passiert nichts. Ist eine häufig gestellte Frage, das ist in der Tat richtig, aber ja, das wäre jetzt die erste Frage, die ich stellen würde. Kippt das Ding nicht ab? Sag mal, letzte Frage, wackelt das nicht auf den Schützen ein bisschen? Man kann das auch noch weiter runterfahren. Also umso weiter unten die steht, umso weniger Wankbewegung hat man da drinnen. Aber das ist sicherlich nicht mehr, als wenn es auf dem Auto drauf ist und nicht quasi auch das Auto dann sich mitbewegt. Also das ist alles sicher, das geht in eine ähnliche Richtung. Man kann es wirklich runterfahren und dann passiert da nichts. Akkuschrauber, Schlagschrauber, das nehme ich an. Akkuschrauber ohne Schlag am besten. Und ja, geht kaputt, das, oder? Ja, richtig, ja, genau. Und dann kann man das, es ist aber auch immer eine Handkurbel mit dabei, sollte der Akkuschrauber mal nicht mehr funktionieren, genau, dass man die Redundanz hat und kann dann auch nochmal schön kurbeln, ja. Macht Sinn, oder? Macht Sinn, ja. Okay, ich darf die polieren? Man kann sie auch verlieren, also wir haben das... Von der Wärme meine ich. Man kann das machen, ja, das geht schon. Also wir haben schon Kunden, die das gemacht haben. Prinzipiell ist das ja auch eine gewisse Art Folie, also ist ja nicht lackiert hier. Aber aufgrund der Blechfarbe, deswegen sind die auch immer weiß, weil das ist quasi unser angeliefertes Blech. Und dann wird hier das auch nochmal, das kann man also beispielsweise auch individualisieren, indem man hier eine andere Farbe nimmt für die Aufkleber. So, genau so ein Auto habe ich, so ein Alux. Auch schwer zu kriegen, muss man immer sagen. Also es ist gar nicht so einfach. Wir gucken uns mal den schönen Wrangler an von innen. Du hast extra einen Schlüssel organisiert. Und meine Schlossführung in dem schönen Wrangler, der ist cool, aber
Man kriegt ihn auch nicht mehr. Aber da hast du ja wirklich einen Hingucker. Wenn du hier sowas holst und stehst drauf, hier so Offroad und so weiter, hast ein Klo mit drin, eine Dusche mit drin, kannst dann richtig auf große Reise gehen. Man kann ihn auch verschiffen natürlich, machen auch viele. Aber das ist eigentlich so ein, ich sag mal, ein großes Hobby. Die Leute treffen sich, die Offroader. Das ist, glaube ich, Party machen, feiern. Richtig, ja, genau. Gibt die und die. Gibt ganz verschiedene, ja, genau. Hier ist es jetzt so, der wäre theoretisch auch noch Stripper, wenn man so will. Geh mal durch, bitte. Genau. Rüber, meinst du? Ja, einfach mal ganz vorsichtig die Beine mal rüber. Nichts kaputt machen, ist schon verkauft. Ist schon verkauft, genau. Und es wird gerade gefilmt, ja. Warte mal, ich gehe mal rein und dann kannst du mir erzählen, was du gerade sagen wolltest. Oh, ist der hoch, bitte. Ja, der ist wirklich hoch, genau. Also wirklich auch da Ami. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, man kann quasi das Dach, die Dachelemente rausnehmen, kann also dann auch noch ein Cabrio draus bauen. Und auch die Türen sind rausnehmbar, sodass das auch noch zum Beach-Hingucker werden könnte. Ist das ein Diesel? Nee. Das ist ein Diesel, ja. Ist ein Diesel. Und der hat damals wirklich 60 gekostet? Und? Nee, 80 kostet er, gell? Genau, ja. Boah, ist das eine geile Kiste. Jetzt mal ganz ehrlich. Also der gefällt mir richtig gut, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass sie den bauen, aber den siehst du nie. So. Sieht man nicht ganz so oft, das ist richtig, ja, aber ist auch hier auf unserem Messestand wirklich der Hingucker, ja. So, wenn du mal gerade so ein praktisch ein Gesicht macht, also wirst du hier Funk, mach mal einen auf den Dicken, hier Street Boys. Ja, das ist geil, das sieht geil aus. Aber es ist doch ein Männerspielzeug, oder? Und, also sowas hier kaufen oft Männer, ne? Die ja, irgendwie das ist so ein typisches Männerspielzeug, glaube ich schon, ja. Aber ich war mal auf so einem Treffen. Aber auch Frauen, genau, ja. Ein Passat Touareg habe ich, also, nee, nicht Touareg, wie heißt der andere, dieser Pickup von VW? Amarok, genau. Ja. Da war ich mal auf einem Treffen in Kalkar. Und ich glaube, da seid ihr auch in Kalkar mal gewesen, oder? Oder ja, war da auch schon. Da wart ihr auch schon da. Ja. Und da gibt es so riesige Treffen, Frauen, Männer, alles drum und dran. Das ist so ein bisschen wie die Tuner-Szene in Grün, muss man sagen, ja. Dass du dann bist. Und dann hast du hinten nochmal viel Platz. Überleg mal, du hast einen Pickup, der ist total schön, also, oder? Ja, also man hat natürlich hier, kann auch mit der Familie noch unterwegs sein, also wirklich eine vollwertige Rücksitzbank mit allem drum und dran. LKW-Zulassung kriegt man, oder? Wahrscheinlich für den. Die sind an sich als LKW immer zugelassen. LKW-offener Kasten ist da die Titulierung normalerweise, ja. Also ich habe meinen zugelassenes LKW. Das heißt, Steuer ist ein bisschen billiger. Richtig, genau. Das ist der Vorteil. Genau. Und cool. Tischer 50 Jahre. Und auf in die nächsten 50 Jahre. Das Coole ist, es kann euch vollkommen egal sein, ob Benzin oder Diesel oder hast du nicht gesehen. Habt ihr auch schon einen ganz neuen Tesla umgerüstet? Also wir sind natürlich am Gucken, dass wir auch da für die... Das wäre es auch, oder? Ja, das wäre natürlich klar. Das könnten neue Projekte werden, sage ich mal so, ja. Der Name von dem Tesla Pickup heißt er, glaube ich, auch, oder? Ja, ist auch nur Pickup, ja. So, Thomas Hoffmann, ihr seid aus Franken. Das Ganze auf tischer.de habt ihr, oder? .com, das ist wichtig. Tischer.com. Ja. 50 Jahre Tischer. Hier siehst du sie aus GFK, die Kabine. Und das Ganze hier, praktisch Grundriss genau der gleiche, oder? Mehr oder weniger. Naja, hier ist es wirklich so, dass es ein Spezialgrundriss ist. Komm, wir gehen mal rein. Simone! Spezialgrundriss! Komm, wir gehen mal rein. So, und dann darfst du mich mal aufklären. Du darfst noch nicht rein, weil sonst kann ich nicht filmen, weil so viel Platz haben wir nicht. Was ist hier anders? Hier ist der Waschraum eine Nummer größer und hier ist die Sitzgruppe anders angeordnet. Also eher klassischerweise vielleicht wie in einem Wohnmobil. Und dadurch haben wir eine größere Küche und ja... Also eben. Ich bin mal gespannt. Wow! Das ist Wohnmobil, du hast gerade gesagt. Gehen wir weiter? Das ist ja sensationell. Also hier ist der Waschraum. Mhm. Und da hast du. Boah, der ist total schön. Aber cool. Ich glaube, der ist ja wirklich Understatement, der hier von außen. Denkst du da wirklich hier, ein Tischer wieder weiß? Richtig, da, ist ja, so ein, genau. Da gehst du rein und siehst irgendwie New York, ja. Ist ja, sag mal, ist das hier noch Tischer so schön? Auf jeden Fall, ja. Würde ich so sagen. Nein, es gibt ja Leute, wie zum Beispiel Bimobil, wenn ich mit Stefan spreche und so, der sagt ja, es ist so, muss so sein, das sind die Polster so, Sisal unten und so. Mhm. Aber das hier ist ein richtig harter Approach, den ihr habt hier mit den dunklen Stoffen, mit den, aber es kommt gut an bei den Leuten? Kommt sehr gut an, ja. Also es ist auch ein sehr erfolgreiches Modell für die 1,5-Kabine, also eben entsprechende Größe, längere Ladefläche. Und dann ist es gerade im Zwei-Personen-Bereich sehr, sehr beliebt. Die Küche ist ja deutlich größer, wie kann das sein, aber es ist längeres Fahrzeug. Warte, ich setze mich mal hin. Ich gehe mal gerade hier rein. Dann hast du natürlich auch diesen Tisch, den ich das erste Mal bei HAZ gesehen habe. Der ist sensationell. Den kannst du komplett wegnehmen. Richtig, ja. Nur kann man nichts außen montieren, glaube ich auch, wenn man eine Halterung hat. Könnte man auch machen, genau, ja.
Das Bett, geh ruhig mal hoch. Sorry, tut mir leid. Nochmal Schuhe aus, Füße aus. Hinten rein, aber der hast du doch wirklich hier, hast du doch Platz ohne Ende, oder? Hier ist wirklich, auch gerade für zwei Personen, die haben hier, können hier aus dem Panoramafenster rausschauen und können. Was Panoramafenster? Wo denn? Also hier haben wir wirklich das hier. Großes, ne? Also in Salz oder was? Ja, von Salz. Hallo. So wie alle Fenster. Panoramen. Krass. Also der ist echt gut. Ich meine, hier merkst du ja überhaupt nicht, dass du hier im Pickup bist, oder? Ja. Das ist dann. Und du bist gerade über dem Auto. Verstehst du, was ich eben sagen wollte? Ja. Dass du das nicht merkst. Da ist noch ein Autoradio mit drin, dass du auch ein bisschen hier Beschallung und wahrscheinlich Bluetooth hast, wenn du irgendwie abends irgendwas guckst. Genau. Du kannst ja die ganzen Prime-Sticks kannst ja hier mit dem Autoradio verbinden. Hast du gewusst? Die Prime-Sticks haben unter dem Menüpunkt Bluetooth, Einstellung Bluetooth, kannst du einen externen Lautsprecher anschließen oder ein Autoradio. Das geht. Und dann kannst du darüber laufen lassen. Cool. Darf ich hier auch nochmal drauf? Ist wahrscheinlich die gleiche? Genau, in der Tat ist es die gleiche Größe, nur die Fläche drumherum ist größer. Ne? So, warte, ich komme mal zu dir, dann mache ich mal einen Schuss hier in die Richtung. Das wird erzählen. Da steht der Thomas, so, vorne Kühlschrank. Ich liebe diesen Kühlschrank, das Serie 8, glaube ich. Und ich dachte, die gibt's nicht mehr. Ich dachte immer nur, es gibt nur die neuen kleinen Kühlschränke, weil die so mini waren. Und der hier ist ja sensationell groß. Ich finde auch, der kühlt auch besser. Also es ist irgendwie, keine Ahnung. Also die neue Serie, die hat mich jetzt nicht unbedingt geflasht, muss ich sagen. Weil du kommst vom großen Kühlschrank, aber der Vorteil, du kannst ihn besser einbauen in manchen Situationen. Dann hast du viel Platz mit drin. Die Technik auch hier wieder, wo ich sitze gerade drauf, oder? Richtig, Batterie. Ja, genau. Also Batterie ist in der Kabine jetzt hier, aber Wassertank ist und Heizung ist hier verbaut. Da ist ein bisschen von der Einbausituation ein bisschen anders als bei den Kabinen mit U-Sitzgruppe vorne. Aber grundsätzlich auch da wieder der Fokus, möglichst weit nach vorne zu kommen mit dem Gewicht. Made in Bayern, made in Franken. Das ist, muss man sagen, wobei Franken ja eine eigene Identität hat. Mit Made in Bayern kommst du da nicht so weit. Ja. Und was ist hier drunter noch? Hier drunter ist noch Stauraum. Also ist auch ein bisschen installationstechnisch notwendig. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, noch Schuhe beispielsweise reinzulegen. Ne? Ist alles schön gemacht hier. Wirklich. Also gut, ihr macht es ja schon 50 Jahre. Richtig. Darf ich mal in die Schublade sehen? Ja, also das ist hier, so wie wir es drüben schon geguckt haben, nur hier ist es ein bisschen anders, weil eben die Küche eine Nummer größer ist. Der Zugang zur Ladefläche, der ist ja ein bisschen versteckter noch. Als okay. Anderen. Und oben drüber? Ist das hier Besteck, oder? Das ist Besteckkasten, genau. Machen wir auf. Ah, hier vorne sind noch die Sicherungen. Boah, echt gut gemacht. Und hier ein Kleiderschrank. Ist der hier drin? Ja. Hier haben wir den Kleiderschrank. Ja. Haben wir schon gefilmt? Haben wir schon, ja. Ja. Du, ich... Es ist spät. Ist gleich 6 Uhr. Man muss sagen, die CMT für euch ist eine sensationelle Messe. Ja. Es ist ein ganz anderes Publikum wie in Düsseldorf. Es ist viel Schwäbisch wird hier gesprochen. Du verstehst das gut schon, oder? Ja, das kriegt man hin, ja. Ja. Ich hatte eben einen Härtefall, der war wirklich interessant, ja. Okay, nichts verstanden? Nee. Gar nichts. Aber nee, habe ich natürlich verstanden. Aber das ist schon interessant. Eine Mutter mit Tochter hast du am Anfang was mitbekommen? Ja, klar. Und die hat gemeint, oh, ich bin ja Schützenverein und so weiter und so fort, egal. Aber man muss schon sagen, wenn man nie bestellt, kriegt man auch nie einen Tischer. Also wenn Leute sich jetzt beschweren und sagen, ist nicht so, ihr habt gar keine Vorrätigen, ihr baut immer auf Kundenwunsch. Ganz genau, immer auf Kundenwunsch, ja. Gibt es das auch entsprechend beim Händler oder macht ihr nur Direktvertrieb? Wie läuft das? Genau, wir haben in Deutschland und auch in Europa verteilt Händler und über die kann das natürlich auch abgewickelt werden, ja. Man kann auch direkt bei euch kaufen? Das geht auch, ja. Man kann auch, okay. Komm, wir gehen raus, lass den Thomas mal in Ruhe, dann kann der mal gleich sein Helles trinken. Das hast du ja auch verdient heute Abend, wenn du überhaupt Alkohol trinkst. Ja, das ist so. Aber ich glaube, in Franken ist, glaube ich, das Helle, das wird direkt intravenös angesetzt nach der Geburt. Und ich guck mal, deine Biermarke, was trinkst du gerne? Ach, ich habe da verschiedene, eher auch regional. Also da. Welche, sag mal eine? Regionale Faust beispielsweise, Faustbier. Ja. Habt ihr auch diese ganz kleinen Cakes, die 5-Liter-Fässchen? Ja, die gibt es bei uns auch, ja. Das ist so geil. Gehst du rein, sind nur haltbar irgendwie 3 Wochen oder so. Also Faust ist wirklich bei uns in der Region richtig gut. Du kennst das? Ja, klar. Okay, warte, ich sag mal, da ist noch ein CCP Plus. Sag mal, das ganz neue Bedienfeld habt ihr natürlich auch, oder? Haben wir auch, ja, genau. So, Tischer da vorne kannst du alles übliche regeln. CBE, okay. Ja. Aber ein bisschen kleiner. Ich meine, muss ja nicht auf Platz achten und Gewicht. Das Gewicht hier von der Kabine nochmal auch 600, 700? Ja, die ist so 70 Kilo schwerer als die andere Kabine vom Grund auf, ja.
So, du bist mich los. 50 Jahre Tischer, eine sensationelle Firma aus Franken. Und irgendwann kriegen wir auch mal so eine Kabine. Ich muss mal gucken. Hier sieht man übrigens, da ist der Radträger drauf. Den hast du schön zugebaut, dass man auch nichts sieht. Und ich glaub mir, die Pflanze, die du weggenommen hast eben, ich will es ja nicht sagen, aber da kommt jetzt Samstag, Sonntag und du kommst in Instagram. Der Schachzug, ja. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten. 19. Januar 2023, die CMT in Halle 1. Da gibt es eine spezielle Bezeichnung hier für die Stände. 1, wie heißen die? 1G. 1G ist es, genau. Das heißt, wir sind in der Empore und das ist wirklich so, es soll sogar den einen oder anderen geben, die nicht die Empore gefunden haben, ja, obwohl das unmöglich ist. Passiert aber leider, die kommen dann ganz am Schluss, wo wart ihr denn? Genau, ja, das kommt immer mal wieder vor, ja. So, aber es ist wirklich easy zu finden, ich zeige das mal gerade, wir werden das sehen. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Wir machen für heute Feierabend, morgen um 8.30 Uhr geht es weiter. Du freust dich schon, oder? Ja, klar. Aber ist schon hardcore, wenn du wirklich anfängst hier. Ich meine, ich bin ja 11, 12 Tage da, du bist 10 Tage da. Danach, auch du weißt, was du gemacht hast, oder? Ja, das ist schon intensiv, so eine Messe, das ist so richtig. Was ist jetzt die nächste Messe? Abenteuerrad, Podcasting? Ja, da haben wir zwischendurch haben wir noch ein paar kleinere. Wir haben München noch, da gibt es, also wir sind eigentlich schon auf allen Messen, die es so deutschlandweit gibt, sind wir vertreten. Auch die Hauptmesse in Düsseldorf? Auf der natürlich auch. Tschüss, danke. Ciao.